meine lieben Freunde und willkommen zum fünften Part von Inner Space hier in der Sonnenkammer. Jawohl, und gerade gestartet müssen wir mal herausfinden, was es hier alles zu entdecken gibt. Also wir sehen hier schon, das Ding hier sieht mir ganz stark nach einer Art Figur aus oder einer riesigen Statue. Suchen wir doch mal oder machen wir uns mal auf die Suche, wo ist denn unser Kumpel? Also dieses kleine U-Boot. Also, die ist auch um einiges größer, habe ich so das Gefühl. Naja, die ist schon um einiges größer hier. Das sind anscheinend wieder so Art Schnüre, wo wir damals auch durchgeflogen sind. Yep, kann man hier auch machen. Gut. Interessant. Okay, bevor wir die aber alle durchreißen, würde mich das doch trotzdem mal interessieren, wo unser kleiner Kumpel ist. Ich weiß gerade auch gar nicht mehr, wie der heißt. Der muss doch hier auch irgendwo rumschwimmen. Das ist ja so ein U-Boot. Da haben wir ihn doch. Da haben wir ihn doch. Mal gucken, was der zu sagen hat. Hey, mein Freund. Sprechen. Dieses Tor ist mit dem Wort Morgensee gekennzeichnet. Soweit ich es verstehe, haben die Alten ein Netzwerk geschaffen, das diese Kammer mit ihren Kolonien verbindet. Das bedeutet, dass es vielleicht ein Netzwerk gibt, das sie verbindet und Wind hin und zurück schickt. Falls das zutrifft, frage ich mich, was geschehen würde, wenn wir dieses Netzwerk reaktivieren würden. Ich frage mich, ob eine Art von Kraftwerk in der Nähe ist. Wahrscheinlich meint er genau das, worauf es gerade hinzoomt. Es hätte wahrscheinlich Schalter oder Mechanismen, um es einzuschalten. Möchtest du sonst noch etwas wissen? Alles klar. Denk an das, was darauf wartet, entdeckt zu werden. Viel Glück. Nun denn. Dann schauen wir doch nochmal, dass wir uns auf dem Weg zu diesem komischen, was auch immer da begeben. Vielleicht sollten wir doch probieren, mal hier alle von diesen Dingern hier mal durchzuschneiden. Oh. Ich frage mich, ob man hier überhaupt auch, also jetzt nicht sterben, aber ob man auch kaputt gehen kann, wenn man zu lang gegen die Wand fliegt. Ich kann es mir schon vorstellen. So, hier will ich jetzt durch. Sehr schön. Jetzt noch mehr. Du, du, du. Spannende Musik, Leute. Lehnt euch zurück. Genießt meine Stimme. Und lasst die Musik einfach auf euch wirken. Ihr schließt jetzt eure Augen. Und werdet ganz müde. Oh Mann, nein! Ah, scheiße. Oh, nein, da komme ich auch nicht. Schaffe ich auch nicht mehr. So, viele sind nicht mehr da von den Dingern. Das durchschneiden. So, wir drehen nochmal. Yep, das schaffen wir gut. Jetzt haben wir die zwei, die machen wir sicher auch noch. Jetzt haben wir nur noch eins. Mal gucken, was passiert, wenn wir das durchschneiden. Uiuiui. Ah ne, wir haben alle durchgeschnitten. Okay. Dann hat es ja hier noch welche. Sehr schön. Also noch zweimal, dann haben wir die auch durchgeschnitten. Habt ihr das gehört? Ah, da oben sind ja noch mehr. Nee, ich glaube nicht, dass wir die wo ist denn dieses komische Portal, was der gesagt hat? Dieses Tor. Oh, da sind ja noch mehr. Hey, wie groß ist denn das hier? Da kannst du ja ewig fliegen. Ich flieg mal da rein. In diese Sonne da. Oh, was passiert, wenn ich da reinfliege?
Okay. Oder kommen wir jetzt einfach wieder zurück? Wo wir vorher waren. Tja, ich glaube, wir sind wieder da, wo wir vorher waren. Oder? Morgengefühl. Doch, hier waren wir doch. Doch, doch. Ja. Hier waren wir schon. Wir müssen wieder zurück. Tut mir leid. Leute, ich habe das gerade falsch eingeschätzt. Müssen wir wieder da rein. Die Sonnenkammer. Okay. Yep, los. Ja, die Dinger helfen uns ja nur zu beschleunigen, oder? Warum auch immer man hier beschleunigen sollte. Ja. Kommt mir das nur so vor, dass das Wasser zurückgegangen ist? Ey, wie groß ist das denn hier alles? Okay. Oh, zu schnell! Nicht schlecht. Doch, ist richtig. Wir haben was gefunden, oder? Nee, was war denn das gewesen? Ah, das war nur ein großes gewesen, glaube ich. Ich weiß. Toll. Was ist das denn? Das will ich haben. Hol's dir. Komm schon, hinterher. Oh, das kriegst du schon. Wie weit fliegt denn das blöde Ding? Nein, ich will ins Wasser. Wo ist da hinten? Vielleicht müssen wir dem folgen. Ja, super. Was ist das? Ein Baum. Baum unter Wasser. Cool. Können wir aber auch nichts machen. Also unter Wasser bin ich lieber als über Wasser, weil das ist viel wendiger ist man hier. Ja, ich gehe trotzdem nochmal raus jetzt. Ist das da oben der Turm, wo der uns gezeigt hat? Oder muss ich jetzt ernsthaft noch... Oh, warte, da ist was aufgegangen. Da wollen wir rein, ne? Ja, da wollen wir rein. Na? Aber wie dem auch sei. Was können wir denn hier drinnen machen? Können wir nicht... Stopp. Ich möchte nochmal ganz schnell gucken, ob man irgendwo abbremsen kann. Beschleunigen, abbremsen. Machen wir das doch mal anders. Ersetzen. Ja, toll, machen wir es hiermit. Geht nicht. Ja, dann hiermit. Geht auch nicht, oder was? Na gut. Ich will zurück. Okay, ich weiß jetzt, wie man abbremst, aber ja. Ist nicht sehr. Ah doch, es geht. Ja, es ist eine komische Steuerung. Sagen wir mal so. Aber da kann ich besser drehen, wenn ich abbremsen kann. Guckt. Genau. Bin ich wendiger sozusagen ein bisschen. Da.
Unten will ich nicht lang, ich will hier oben lang. Hier ist nichts zu holen, nichts zu sehen zumindest. Du. Nicht mal ein Relikt. Oh, hier haben wir ein Relikt. Nicht schlecht. Jawohl, Relikt eingesammelt. Was haben wir gefunden? Energiekabel. Wenn das Reservoir offen ist, strömt Wind schnell zu der Pflanze und ermöglicht ihr rasch zu erblühen. Okay. Angeschlossen. Diese Maschine bezieht ihre Energie aus dem kleinen, eng gehaltenen Windreservoir. Okay. Oh, da kommen wir nicht durch. Da kommen wir auch nicht durch. Dann tun wir jetzt nochmal zu unserem Kollegen fliegen. Boah, ist das eng hier. Ist das eine Scheibe? Nee. Gut. Öh, da hinten leuchtet was hell und gelb. Da fliegen wir rein. Öh, das ist wieder so ein Halbgott oder sowas. Nee. Toll. Doch nicht. Hä? Hä? Was war denn das dann? Nein, ich ging in die Wand. Was ist denn das? Da ist doch wieder so ein Fisch. Ich bin voll auf dem Kopf, glaube ich. Oder? Nee. Okay. Na, lassen wir das mal. Wo ist unser Kumpel? Ich weiß es nicht. Jetzt aber nicht eine Karte oder sowas. Ah, da. Können wir das Dings, können wir dem das Artefakt geben? Dann haben wir wenigstens ein weiteres gefunden. So, bitteschön. Relikt geben, also nicht Artefakt, Relikt. Bitteschön. Heiterer Schößling an die Analyse weitergeleitet. Okay, zurück. Weiter geht's. Da haben wir wieder was. Es geht schon einfacher, wenn man abbremsen kann. Jetzt ist schon wieder das blöde Ding da. Oh, den will ich fangen. Komm jetzt. Das ist schneller als ich. Kannst du machen, was du willst. Okay. Hier ist irgendwas mit Wind. Der hatte ja auch irgendwas mit Wind gesagt, gehabt. Was auch immer. Hab's kaputt gemacht. Was passiert jetzt? Die müssen wir wahrscheinlich auch alle umklappen, oder? Jo, müssen wir. So, ganz langsam. Am besten gerade im richtigen Winkel. Und Vollgas. Okay. Hat's auf der anderen Seite auch noch, oder wie? Natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Da hat's ja noch mehr. Okay. Machen wir es halt einmal so. Wo ist denn das andere jetzt? Jo. War das hier? Ja, komm. Boah, ganz knapp. Nein! Oh, daneben. Ich Volldepp. So, und jetzt. Unmöglich, das Ding jetzt zu verfehlen. Was? Schatten. Oh. Ich schwöre, das war keine Absicht. Das war keine Absicht. Ich habe einfach leider Vollgas gegeben. So, jetzt aber. Schön gerade drauf zu halten. Hat es noch mehr? Muss ja fast, oder? Zeig mal her. Da müssen ja noch mehr sein, sonst würde irgendwas. Da war doch was, oder? Nee, das haben wir. Ah, da ist noch eins. Oh, sag mir nicht, die muss ich in einer gewissen Zeit machen, oder? Nee, das wäre fies. Das wäre echt fies.
Hat's hier unten noch welche? Nö. Auf der Seite? Auch nicht. Hier muss es aber noch irgendwo eins geben. Irgendeins fehlt noch. Aber welches? Das haben wir? Hm. Hier fehlt doch irgendeins. Oh, da ist es. Da ist es. Da ist es. Da ist es. Langsam, langsam, langsam. Runter. Yes. Ist nicht schlecht. Oh, das hat ein Rädchen. Da müssen wir rein, ne? Oder? Müssen wir da rein? Ja, da unten müssen wir rein. Du. Erstmal sammeln wir das Teil noch hier ein. 464 haben wir schon eingesammelt. Das schaffen wir. Gut. Winkel schön berechnen. So. Und was hat das gebracht? Oh, okay. Okay. Hat sie denn verlegt oder irgend sowas? Nee, wir müssen hier rein. Vollgas. Nee. Vollgas. Dann müssen wir woanders hin? Vielleicht in die Richtung. Kann das sein? Boah, schön zielen. Ja. Was ist das denn? Jawohl. Was auch immer da geschieht. Keine Ahnung. Sich ein Ring geöffnet. Okay. Also müssen wir wahrscheinlich da reinfliegen, nehme ich mal an. Nee, wir müssen da schon rein. Oder auch nicht. Nee. Wir müssen ja erstmal wieder raus. Ein bisschen langsamer, Bruder. Uppa. Doch, wir müssen doch hier lang, oder? Halt! Nein, ich weiß, wo wir lang müssen. Ups, ups. Ich glaube, wir verlieren die ganze Zeit. Ich weiß, wo wir lang müssen. Da! Da geht's raus. So. Okay, wir sind draußen. So Leute, bevor wir jetzt aber in den komischen violetten oder lilanen Ring reinfliegen, muss ich mich an der Stelle leider schon wieder verabschieden. Wir sind schon fast bei bei 20 Minuten angekommen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, gebt mir noch einen Daumen nach oben oder abonniert meinen Kanal, meine lieben Freunde, oder unterstützt mich, indem ihr mein Video teilt. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Abend, halt die Ohren steif, ciao.